Jetzt weiß ich's. Wow, ich dachte schon, es wäre zu hoch. Fuck, das wäre jetzt echt dann ein fataler Tod. Gut. So, hoch, hoch, hoch. Nein, nein, nicht hinfallen. Wow, wow. Scheiße, wenn ich mir jetzt einen Fehler erlaube, es ist aus mit dem Prinzen. So. Und dann finden wir ihn am Ende im Supermarkt, verarbeitet als Prinzenrolle wieder. Toll. Ach komm, der Witz mit der Prinzenrolle ist auch alt. In welchem LP habe ich ihn benutzt? War es der Sense of Time oder was? Ich weiß. Prince of Persia 3D? Ich weiß. Es ist nicht mehr. Nein, jetzt komm schon. Fuck, fuck, fuck. Die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. So. Okay, es ist nicht knapp, aber egal. Ah, oh Scheiße, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe. Nein, nicht Zeit anhalten, mein Gott. Einfrieren. Warte, kann ich hier? Ja, ich kann. Gut. Okay, jetzt verlassen wir Azad. Wirklich komplett. Nein. Oh. Scheiß Steuerung. So, runter. Okay. Wir verlassen Azad. Und gehen in irgendeine Höhle rein. Ja, diese Höhle ist versiegelt, aber wir werden sie durchbrechen. Oh, habt ihr hier die ganze Zeit auf mich gewartet? Ich wusste nicht, dass ihr diese Bäder meint. Ich war bei den anderen Bädern am Ende der Stadt. Ich nahm ein heißes Dampfbad. Schade, dass ihr nicht dort wart. Hör auf, Selbstgespräche zu führen! Ja, das sollte der Prinz wirklich unterlassen, sonst wird er noch am Ende schizophren. So, jetzt trinken wir aber mal was. Und was machen diese Käfer hier in diesem... ja. In dieser Höhle. Naja, egal. So weit kann der Sand der Zeit nun auch nicht vorgedrungen sein. Normale Tiere hätten hier nicht geschadet. Wow, wow, wow. Nein, 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 nein. Wir haben keinen Sand. Das ist jetzt echt fatal. So, kommt schon. Na, komm. Ey, ich will blocken, aber ich schaff's nicht, toll. Au! Ach komm, ey. Okay, kein Speicherpunkt weit und breit, merkwürdig. Ah ja, und das Seltsame ist, hier haben wir Speicherpunkte, die wir nicht durch Kämpfen freischalten müssen, sondern sie sind schon da. Tja. Oh mein Gott. Kein Sand, das ist jetzt echt bitter. Upsala. Ach, hier geht's auch nicht weiter, nun gut. Upsala. Wow, wow, wow. Das war... Was ist das denn für ein langer Baum? Wo ist jetzt das Ende und wo ist der Anfang? Upsala, zum ersten Mal Fledermäuse. Gut, gut. Okay, das war's. Geht's hier? Moment, geht's da wirklich weiter? Ja. Oh mein Gott, sieht so aus, als würde ich hier gleich sterben. Nein, nein, nein. In dem LP werde ich echt kein einziges Mal sterben. Ich nehme mir das wirklich vor. Oh mein Gott. Jetzt geht's weg.
eigentlich. So, zack. Ja, da haben wir den Speicherpunkt. Ich bin jetzt auf diese Vision echt gespannt. Gut, gucken wir rein. What the fuck? Auf diese Szene gehe ich nicht näher ein. Weil, ja, ich möchte nichts vorwegnehmen. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Nur, ich möchte Folgendes dazu sagen. Wir haben jetzt den Prinzen und Farah gesehen und der Prinz weiß, das denkt zumindest, dass diese Sanddinger immer die Wahrheit sagen. Tun sie ja nicht. Einmal haben sie ja seinen Tod gezeigt, aber ja, jetzt denkt er, irgendwann wird er und Farah in Gefahr sein und jetzt fängt es an, dass er Gefühle für sie entwickelt. Ach, Mann. Oh mein Gott, kein Sand. Das ist schlecht. Ach du Scheiße. Oh, oh, Mann, warum geht er? Gut. Weiter Wand entlang laufen, toll, super. Früher hatte ich hier auch totale Probleme, jetzt geht's alles einfach von der Hand und weg mit euch.